Bad Oldesloe. 16.09.2015. Links natürlich Aspen, Pillenfabrik. Da wollen wir auch hier anhalten. Ist ja heute ziemlich freie Bahn. Und was gibt's Neues? Ja, grün und Auto geputzt. Das wird man gar nicht wiedererkennen. Man wird dann denken, ich komme hier mit einem neuen Auto. Vorne kriegen Sie dann endlich neue Sierleitung und dann grüßen wir ein zweifaches Hello, how are you, where do you go? Sierleitung, ja, alles klar, auch Gas vielleicht. Und einmal Moin Moin, haben wir fast vergessen. Nochmal Moin Moin. Oder kann auch Gin Doble sein. Je nachdem. Das ist hier eine ganze Wandertruppe, rechte Seite. Dreifaches, dreifaches, mehrfaches Saale Malaikum. Immer schön begrüßen und freundlich bleiben, das ist unser Zweck. Und auch ein bisschen alles begucken, denn der Weg ist das Ziel für meinen Toyota. Ja, das ist natürlich ein abgewandelter Spruch, denn normalerweise fahre ich mit dem Gorgomobil. Es ist jetzt auch wieder fertig. Aber ich musste heute noch was anderes machen und was transportieren und dann nehme ich lieber diese Karre. Mit dem Toyota fahren wir heute. Von rechts ein mehrfaches Hello, how are you, where do you go? Das war nur kein Salamaleikum. Hier flattert schon Papier rum in Bad Oldesloe. Ich kann ja nur nicht jede Sprache und Rumänisch und so, das kann ich auch nicht.
Also ein bisschen konnte ich auch noch, ja. Aber ob ich das richtig aussprechen kann, weiß ich auch nicht. Ist ja auch egal. Wir fahren jetzt erstmal am Arbeitsamt längs und wir gucken uns die Gegend mal am 16.09.2015. Ja, geht los. Ein vierfaches Moin Moin. Erstmal hier rechts das Arbeitsamt. Einmal Salam Aleikum. Links einmal Salam Aleikum. Rechts einmal Jen Doble. Links einmal, na weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht Moin Moin. Hier die Trabe kreuzen wir und links der Fahrradfahrer. Ein Hello, how are you? Where do you go? Finanzamt und Polizei. Polizei ist sehr passiv hier. Da, jetzt wird gebaut, das wollen wir auch mal dokumentieren. Jetzt fangen sie an mit einer ZAST, zentralen Aufnahmestelle. Das ist mein Tipp für Oldesloe. Kann sein, muss nicht sein. Eine zentrale Aufnahmestelle. Aber es bietet sich einfach an, das ist eine Notwendigkeit. Links einmal sieht aus wie ein Schornsteinfeger. Da hatten sie in Tschechien letztens Großeinsatz, weil ein Schornsteinfeger in schwarzer Kleidung mit einem Stock rumlief oder mit seinem Reinigungsbesen. Da haben sie gedacht, das war IS-Angriff und dann haben sie erstmal ein Sonderkommando geholt. Das war vor wenigen Tagen in Tschechien. Ja, die Tschechen sind sehr nervös, was sowas anbelangt. Aber hier sind sie ganz gelassen. Wenn da ein Schornsteinfeger steht, das stört keinen. Gucken wir mal da links. Hier ist ja noch ein indigener Bautrupp, der macht auch noch was. Wir wollen ein bisschen geradeaus. Die Dame rechte Seite. Hier rechts sozialer Wohnungsbau in Blockformat. In der Ukraine sagen sie da Kaninchenstall.
Aber hier ist ja Bad Oldesloe. Ja, wir haben mal so einen schönen Film gemacht hier mit der Anastasia. Die hat sich Bad Oldesloe angeguckt und die kommt aus Kiew. Und sie hat so über Bad Oldesloe gelästert. Was hat sie, glaube ich, gesagt? Sie sind so stolz, dieses Dorf Stadt zu bezeichnen. Oder irgendwie so ähnlich. Sie sind so stolz auf diese Stadt, diese kleine Stadt. Sie selber kam aus Kiew und das ist was Großes. Allerdings verschmutzt mit Radioaktivität. Aber das sieht man ja nicht. Hier Oldesloe hat einen anderen, schon anderen Verschmutzungsgrad. Ein ganz anderes Problem. Hier ist zum Beispiel das Problem, dass ein Laub runterfällt und das ist viel wichtiger. Es fällt jetzt langsam an, es wird Herbst. Ne, heute ist der 17., ne? 20. 20. ist Sonntag, das weiß ich. 19. ist Samstag, 18. Ne, ist der 17. Habe ich mich vertan. Macht auch nichts, das ist ja alles frei Hand und so gefilmt. 17. Und weiter geht's. Ne? Und tschüss.